So, herzlich willkommen zu noch einem Alltags-Ranked und zwar wieder mit dem lieben Fest. Der geht heute in die Mitte mit Katharina und ich habe hier den Support bekommen und spiele eine Runde Braum. Das sind Welten, wir haben Katharina. Ich Du muss mir bist erstmal Items unglaublich kaufen. gut im Level 1. Ohne Scheiß. Nee, super schlecht daran. Er hätte mich jetzt auch Das ist echt kein 5 gewundert. gegen 5. Shen geht eh top. Zumba Fitness. Ezreal macht Fitness Training. Oh hey, das ist der Buko. First Blood. Oh fuck! Lol. Ach, ist ja egal. Ich dachte einfach draufhauen. Hauptsache tot. Ja. Boah, der hat direkt weggeflasht. Wird den Kill da auch nehmen. Warum? Da bin ich dumm, ja. So, was kaufe ich mir jetzt am besten, damit ich einen Vorteil habe? Eine Ruby Crystal? Oder was kannst du hier kaufen? Ja, das habe ich gemacht. Ruby Crystal Extra Ward. Ja, Rubinkristall auf Deutsch, ne? Na gut, alter Rubinkristall. Hehehe. Vor allem, ich glaube, wir haben keine Summoners gebraucht, ne? Ne, null. Aber er auch nicht. Ja, aber okay, das kann. Alles war. Steht da ein bisschen AFK rum. Kann man mal machen. Ups. Ups. Ja, dann hat der es gemisst. Oh fuck. Mein Stack war nicht rechtzeitig ab. Lol. Jetzt hat er den nicht genommen. Ja, er ist bald oben und ich hab noch Platz zu essen. Nice, der Shen hat die gekillt. Kann es das sein, dass du nur Champions spielst, die keine Mana oder Energy haben? Nee, ich spiele auch ganz viele andere Champions. Damit nichts zu tun. Hast du nicht vorhin Ahri gespielt irgendwann? Bestes Lied All-J. Nee, gibt es ein besseres. Mir gefällt das hier besser. Weggeklickt. Was denn? Es war übrigens super sinnvoll, sich das Ruby-Dings zu holen wegen dem Q. Im Q? Wieso? Weil das mehr Schaden macht, mein Q, wenn ich mehr Leben habe. Okay. Ja, das bringt dir halt einfach am meisten, weil du dir einen Zeitstern danach kaufen kannst, ziemlich viel. Naja, das auch. Wenn du halt nicht mit 800 Gold backen kannst. Welches ist das? Left Hand Free.
komm schon. Ashley! Level 6 wäre davor, auf jeden Fall ein Flash. Ja, hier ist halt ein Free Kill. Schade, Pech. Guckt auch seine Pots aus irgendeinem Grund nicht. Das macht wenig Sinn. Dann wird's eh gleich mal becken. War aber ein schöner Fight eigentlich. Ich meine, man hätte bestimmt noch irgendwas mehr rausholen können. Oh ja, kann mein Channel mit der Ult unterbrechen, glaube ich. Ist nicht so gut. Ja. Yeah. Muss backen. Ups. Ich könnte auch mal warnen gehen, ne? Wär mal was. Weiß nicht mehr, ob man immer noch Magic Pen mit Katrina kauft, aber Magic Pen ist halt. Bringt den Basic Abilities am meisten. Ultimate ist jetzt nicht das Stärkste an Katrina. Ich weiß. Witzig, sie haben die Resets und die Basic Abilities. Ups. K6 is on his way. Ja, ich habe halt gleich Ultimate. Ups, oh Gott. Na, ich komm Botlane. Ja, aber vielleicht bringt nichts. Oh Gott. Kannst du hüpfen? Ja, wenn. Ja. Wenn mir. Ja, na. Er schon hätte healen sollen. Wir könnten da noch. Nee. Wenn die Botlane irgendwie ranpushen können, dann. Die nein, sehen nicht. Hier bin. Daneben. Die Ulti von Ezreal. Das war super bad. Schön. Ezreal hat sogar noch einen Assist bekommen. Ups, ich hab gar keine E. Der kommt oben rum, Vorsicht. Komm mal. Schön. Ulti? Oh lol. Warte. Wenn er einmal attackt hätte gerade. Kannst du meinen, ne? Ja. Ja gut, der war halt super low, ne? Hat jemand einen TP, ne? Ach, der ist gecancelt worden. Das war ultra stark. Kann es sein, dass du nur heftige Snowball-Champion spielst? Wenn ich kann, dann ja. Ups, das ist ja bad. 20 ist erst vor. Dann finden wir halt die 4 Kills, oder 3. Alter, uach. Ich könnte bringen.
Oh lol. Die kommen Mitte. Oder die machen Drake. Oder ne, sie sind doch noch hier. War Trash is Miss. Okay, alle wieder da. Whoops. Ja, nicht wirklich zum CS, ne? Es sackt ein bisschen. Wukong ist Mitte. Hier ist Miss. Ja, okay, da ist er. Was ist das denn für ein Hook? Interessante Idee. Wirkt ein Blubber, wirkt ein. Oh, ich bin tot. Ja, ich bin nicht tot. Ich ja, ich komme runter. Ich move. Halt null Vision hier, das ist super bad für mir. Aber Victor und den können nicht da sein, wir können die einfach diven, wenn ihr dann pusht. Die haben mir gewartet, die wissen, dass du da wenn bist. Wenn ich halt früh genug da bin. Oh, okay. Oh. Das, ja, jedermann. Ja, nee, das war mein Fehler. Ich dachte nicht, dass der Wukong so schnell ist. Der hätte weitermachen können. Der ja, hat, ich oh, der hätte ich so viel Kills holen können gerade. Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, warum der da weggegangen ist. Der hat Flügel. Rein da! Der hat keinen Jump gerade. Okay. Oh, ich bin tot. Oh, ich dachte, der Wukong wäre abgehauen. Aha, ja gut, Kalista-Ulti, ne? Jetzt wird er halt auch noch gerackt. Aber nee, schöne Shen-Ult. Einfach mich ummachen, Kalista killen. Du hast doch Flügel! Kha'Zix, what the fuck? Der traut sich, glaube ich, nicht so viel zu. Der könnte halt viel krasser ausrasten. Ja, mehr machen. Ich bin nicht so der Kha'Zix-Main, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob der einen Jump hat oder nicht. Ich habe den, glaube ich, auch noch nie gespielt. Das hat irgendwie 12 Sekunden Cooldown, glaube ich. Okay. Wie lange? Das ist natürlich ärgerlich. Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. 12, 14, vielleicht ein bisschen weniger. Ups, lol. Ah, shit, ey, ich bin tot. Wukong ist wieder Bot. Cool.
Ist überall Mist, ne? Aber Wukong ist Bot. Okay, den kriegst du. Mehr Farm ist besser, Items hat aber nichts damit zu tun, ob ein Champion besser auf der Top oder im Jungle ist. Es ist ja klar, dass jeder Champion auf einer Solo-Lane mehr Gold hat als der Jungler. Heißt das, dass Rek'Sai besser auf der Top-Lane ist? Nicht wirklich. Kommt immer darauf an, ob jemand gute Ganks pre-6 hat oder generell gute Map-Presence oder ob er halt Items braucht, um nützvoll zu sein, und Rengar kommt auch ohne Items. Jo, Rengar kann beides. Rengar ist auf der Top-Lane und im Jungle. Okay, würde ich sagen. Hat aber ziemlich viele schlechte Matchups auf der Top-Lane. Wenn man den... Keine Ahnung, so ein Sylphie oder sowas, die kennen die Matchups halt so, dass sie... Ja, der braucht da Hilfe, ne? Bist du da hinten unterwegs? Ich geh auf die Fiora gerade. Ja, den wollte ich jetzt nicht dem Shen schenken. Den saven lassen. Davor habe ich ihn jetzt genommen. Bevor der jetzt entkommt. Aber mir gefällt hier irgendwie so das Teamplay ein bisschen besser als bei den letzten Games. Ja, beim alten Shen, ne? War ziemlich awesome. Wo kommt's? Da kommt. Willst du auf den Main? Achtung. Er ist Rest tot. Oder? Ne, er kommt weg. Ah, wobei. Na, der ist tot. Wobei. Nice, Mann. Das war richtig stark vom. Der, ja, ja, der, das war so richtig stark von ihm gespielt. Der ist zu 100% tot. Ja, der hatte noch Heal und dann kam halt Shen noch dazu. Aha. Super awesome. Angenehm. Er kriegt den auch solo, der ist 3 Level runter. Jawohl. Da ist eine Fiora. Wow. Lauf zu mir. Das ist der Tanky, ey. Ups. Oh. Wow. Es ist super greedy, was wir gemacht haben. Ist eigentlich unnötig, aber naja. Werden stecken. Ach, ganz gut. Kommt zu euch. Ja, das, die sind nur zu zweit. Ich bin oder nicht. Schade. Die hätten die so gut reinbaiten können da gerade. Betty zu mir, Betty einfach. Ja, bitte. Betty hier. Ich kann hier gar nichts machen. Da ist noch einer, der will. LOL.
Hier ist eine schöne Wave oder Drake. Schön hat keine Lust. Schade. Da ist eine Fio. Ups. Willst du nochmal? Sehr schön. No. Im Chat ein bisschen. Es schreibt man irgendwas, deswegen. Ist der Chat ziemlich egal. Wieso spielt man Cutter? Der Champ hat keine Mechanics. Okay. Sorry. My bad. Nächstes Mal spiele ich Trinder mehr. Oder wie Romatra sagen würde, Trindamer. Hol dir mal Realize jetzt, ja? Bestes Item auf Katarina, 10 of 10. Den nicht. Nee. Will ich mit Rulais? Will ja nicht tanky werden, ich will die Leute einfach töten. Ich werde jetzt nicht Gold in den HP ein bisschen. Und ein bisschen AP. Ich will einen Rabadon und einen Voidstuff. Oh, beim Red Buff, der bekommt. Ich wette, der braucht ein bisschen zu lange. Da ist ein Viktor. Okay, ich hab den Fehler gemacht. Aber noch. Hilfe. Ja, wir sind hier gerade selbst am Verrecken. Ich verstehe das nicht. Lol, mit der Leine noch. Könntest du auch den Ward hier clearen? Nicht gerade. Hättest du vielleicht gewinnen. Scheiß halt auf die. Tag, wie habt's denn jetzt, ne? Oder so. Sorry, ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist super schwer für mich. Juri. Juri. Selber Juri. Juri Abzianice. Juri Abzianice. Ich bin großer Fan. Dein Stream ist awesome. Guck ich mit Xio immer. Was nun? Wukong ist wieder beim Red. Oh. Ah, Baby. Sterben lassen. Teleport. Komm mal mit, du. Können wir killen. K6 hüpft einfach drauf. Ja, verdammt. Können wir nehmen.
Wenn ich da irgendwie das Opening finde. Nee. Ah, nee, das war bad. Hätte ich nicht machen sollen. Ich dachte, ich mache schnell genug Schaden, aber das kannst du knicken. Fight war. Gut. Wir hatten keinen Esel. Wenn das in die falsche Richtung gelaufen. Wenn der Shen in meine Richtung gebaitet hätte, wäre es für mich einfacher gewesen. Du spielst so eine Namensanzeige, weil mich die Namen nicht interessieren. Ich weiß ja, wie ich heiße. Und wie die anderen heißen, juckt mich nicht. Wäre der perfekte Penta, ja, aber meine Mechanics sind nicht on point, leider. Wie viel bist du? Diamond 1, 50 Punkte, also momentan. Der Wähler wurde nicht gecatcht, sie wollte engagen. Ist okay gewesen, er hat halt keine Ezreal. Er hätte noch nicht engagen dürfen, das stimmt schon. Auch ein bisschen misplayed. Wie gesagt, Problem war, dass er schon nicht in meine Richtung gelaufen ist. Sonst nicht was machen können, glaube ich. Dachglockmine. Ja. Schön. Sehr schön. Baron. Baron. Ja? Okay. Mhm. Ich hab Ult und wenn die kommen, kill ich die einfach. Die haben nichts mehr, was ich bursten kann. Kein Sweeper am Start. Bräuchten halt den Ezreal und den merkst du leider nicht, dass wir einen Baron machen wollen. Wobei es mit dem Kha'Zix auch geht. Macht auch ziemlich viel Damage. Ich kill dann mal den Baron, das ist okay. Fiora. Die Fiora. Wird gerade cute. Die hätte wahrscheinlich auch gewartet da drin. Komm halt nicht an dich ran irgendwie. Ups. Egal. Kannst du hinterher laufen? Hinter dir? Ja. Ja, ich habe auch missklickt. Shen hat mir die Ulti gegeben und ich habe auch mir das Relic-Schild gegeben. Das war super bad. Du lebst. Ach, Saru. Ist der echte Hai? Ich bin's, der Saru. Overstay is real. Ups. Ja, kein Mana zum Ehen. No, Shen. No. Nein. Please. Komm nur ran, glaube ich. Ja. Ein paar Bier überlebt, ja. Richtige Frechheit.
sind jetzt auch da. Noch Sonyas, also ich kann hier noch ein bisschen weitermachen, wenn ihr kommt. Wenn und Ult haben wir. Ah, nicht ganz. Der Tomgatz, der wird da rangehen. Ich werde es versuchen. Oh, hat doch, hat sich doch gelohnt. Mhm. Irgendeinen Kill habe ich nicht gekriegt. Ich glaube, einen hat Shen gekriegt. Ja, Surrender. GG! Ach, Wurzel.